Die Geiselnehmerin hat vorhin telefonisch bekannt gegeben, eine ihrer Geiseln freilassen zu wollen. Hier am Lieferanteneingang des Juweliers als Zeichen ihrer Verhandlungsbereitschaft. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, da tut sich was. Kommen Sie hinter das Fahrzeug, schnell, hierher! Hinter das Fahrzeug, schnell und kurz runter, verdammt! Ich bin so froh, dass ich da raus bin. Ich dachte, die bringt uns alle um. Sie müssen die anderen Geiseln da rausholen. Ganz ruhig jetzt. Sie müssen uns helfen. Wie heißen Sie? Jana Werner. Die Frau ist gefährlich. Sie hat eine Waffe. Holen Sie die Geiseln da raus. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wie viele Täter sind es und wo befinden sich die Geiseln genau? Hallo, ich bin von der Presse. Sie war es in der Hand der Geiselnehmerin. Hat sie das darf doch nicht wahr sein, Mensch. Keine Aufnahmen hier. Sofort hinter die Absperrung. Los. Frau Werner? Was ist das? Das müssen Sie mir genau erklären. Frau Werner, Ihr Vorname ist Jana. Sie sind am 12. August 1983 in Winterberg geboren, leben in Köln. Sie sind ledig, kinderlos und Auszubildende zur Optikerin. Am 2. Februar 2006 betrat die Angeklagte mit vorgehaltener Pistole das Juweliergeschäft Hansen in Köln und ließ sich Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 98.000 Euro aushändigen. Den Juwelier, eine Angestellte und eine Kundin nahm sie als Geiseln. Dann verließ sie mit der Beute den Laden und gab sich gegenüber der inzwischen angerückten Polizei als freigelassene Geisel aus. Der Trick flog jedoch auf und die Angeklagte konnte festgenommen werden. Ich bin nicht die Täterin, ich war eine Geisel. Jana Werner wird daher wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Geiselnahme und einem Verstoß gegen das Waffengesetz angeklagt. Frau Richter Venita, Sie schütteln immer nach den Angaben, machen zur Sache? Ja, sie wird sich äußern. Frau Vorsitzende, ich würde Sie bitten, ausnahmsweise, dass ich das Handy anlassen darf. Der Privatdetektiv Fiedler, mit dem ich schon jahrelang zusammenarbeite, der will mich nicht dringend erreichen in dieser Sache. In dieser Sache? Ja. Bitte. Frau Werner, sind Sie jetzt Opfer eines Tricks geworden oder im Grunde genommen ist Ihr eigener Trick fehlgeschlagen, wenn man mal so sagen, wie die Staatsanwaltschaft sagt? Was Frau Richterin, Sie müssen mir glauben, ich war es nicht. Ich bin auf diese Kriminelle reingefallen und sie hat mich für einen miesen Trick benutzt und ich bin in ihre Falle getappt. Sie hat mich doch als Geisel genommen, genau wie die anderen auch, ja? Und meine Freilassung, das war nur ein reines Ablenkungsmanöver, damit sie unbemerkt von der Polizei fliehen kann. Also das kann möglich sein an sich, nur irgendwelche konkreteren Hinweise auf eine weitere Person haben sich nicht ergeben. Fest stellt aber jedenfalls eines, als Sie aus diesem Juweliergeschäft herausgekommen sind, hatten Sie bei sich Geld und Schmuck im Wert von 98.000 Euro. Das ist Ihnen nämlich aus der Jackentasche gefallen. Wir haben jedenfalls den Schmuck hier und ich glaube, das gibt noch ein bisschen Theater bei der Asservatenstelle, wenn der Juwelier sieht, was mit seinem Schmuck hier in dieser Tüte passiert. Wie sind Sie an Geld und Schmuck? Das meine ich doch. Das gehört alles zum Plan der Täterin. Bevor sie mich freigelassen hat, da hat sie mir all das Geld und den Schmuck in die Jacke gestopft, damit es aussieht, als sei ich die Täterin. Das ist aber nicht so gewesen. Die Polizei hat das dann geglaubt, aber sie wollte nur unbemerkt fliehen. Verstehen Sie, was ich meine? Frau Werner, wir verstehen, was Sie meinen. Das ist eine Schutzbehauptung. Das verstehen wir hier. Es gab genau drei Personen in dem Laden, außer der Täterin, die Sie waren. Es gab den Geschäftsinhaber, es gab eine Angestellte und es gab eine Kundin. Und sonst waren Sie da und sonst niemand. Diese andere Person, die gab es überhaupt nicht. Das ist Unsinn, was Sie uns hier erzählen. Das hat die polizeiliche Vernehmung der Geiseln einwandfrei ergeben. Also ich möchte mal eins klarstellen, die übrigen Geiseln können Sie überhaupt nicht wiedererkannt haben, weil sie nämlich erst am Schluss den Laden betreten hat, nachdem die wahre Täterin die anderen bereits in diesem Abstellraum eingesperrt hatte und dann erst viel später von der Polizei auch befreit worden sind. Also Sie haben keinen von den anderen Geiseln gesehen? Nein, zu den anderen Geiseln kann ich leider nichts sagen. Ich habe keine von denen gesehen. Ich habe nur ab und zu ein paar Nebengeräusche aus einem Raum gehört und die maskierte Frau hat auch was gerufen durch die Tür. Wir sollen ruhig sein, wenn wir am Leben bleiben wollen und sowas. Dann hat sich Herr Staatsanwalt Römer im Übrigen auch nicht genügend um diese zahlreichen Bekennerschreiben gekümmert, die nun ja eine Frau anonym geschickt hat, wo sich selbst der Tat bezichtigt hat, ne? Juweliergeschäft, der Inhaber, da haben Sie auch nicht drum gekümmert. Dass der in finanziellen Schwierigkeiten steckt, da haben Sie auch nicht drum gekümmert. Der hätte nämlich die Versicherungssumme sehr gut gebrauchen können. Frau Tasic, es gibt da keine Bekennerin, diese Mrs. X, die da in diesen Schreiben auftaucht, die gibt es nicht. Das ist doch Unsinn, Sie wissen das doch. Frau Werner, lassen Sie das mal beiseite. Versuchen Sie einfach mal chronologisch zu schildern, was an diesem 2. Februar passiert ist. Sie sind ins Juweliergeschäft Hansen gegangen und dann?
Genau, ich wollte mich nach einem neuen Armband für meine Uhr umsehen. Und ich habe zu Weihnachten etwas Geld von meinen Verwandten bekommen und dann wollte ich mir den Wunsch endlich erfüllen. Ja, und von außen, da sah der Laden auch ganz normal aus. Aber als ich dann in das Geschäft reinkam, da stand sofort eine vermummte Person vor mir und sie hat die Waffe auf mich gerichtet. Ja, und dann ging alles total schnell. Plötzlich stand die Polizei da und hat mit einem Megafon mit ihr gesprochen. Und als ich dann kapiert habe, dass ich mitten in einen Überfall reingeraten war, ja, da hat die Frau auch schon verlangt, ich soll mich flach auf den Boden legen. Und wenn ich das nicht tue, wird sie mich abknallen. Ja, und während ich da lag, da hat sie immer wieder mit der Polizei telefoniert. Ich kam mir vor wie in einem Trancezustand. Wenn ich daran zurückdenke, ich weiß gar nicht, wie ich mich überhaupt noch bewegen konnte. Ich hätte alles gemacht, was sie von mir verlangt hätte. Ich hatte solche Angst. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Ich glaube, ich habe einfach funktioniert. In meinem Kopf war nichts mehr, außer der Gedanke, dass ich da lebend rauskomme. Sie sind ja auch rausgekommen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, die Frau hat irgendwann gesagt, dass ich jetzt gehen kann. Und dann hat sie mir all das Geld und den Schmuck in meine Jacken gestopft und gesagt, dass ich jetzt frei bin. Und als ich das begriffen habe, da bin ich nur noch raus und um mein Leben gerannt. Ich war so froh, draußen zu sein. Und seitdem denkt die Polizei, dass ich die Täterin bin. Das ist aber so absurd. Sie sind ja auch nicht wirklich weit gerannt, weil die Polizei da war, Frau Werner, und die dann bei Ihnen den Schmuck sichergestellt. Und jetzt darf ich Ihnen mal was zur chronologischen Abfolge an diesem Tag sagen. Sie haben dieses Geschäft um 14.20 Uhr betreten, ganz normal durch den Haupteingang. Zu diesem Zeitpunkt war Mirjam Müller, die Angestellte, hier hinter der Verkaufsvitrine. Und es war eine Kundin da, Caroline Färber. Sie waren vermummt und Caroline Färber musste sich hinlegen. Und von Mirjam Müller haben sie sich den Schmuck herausgeben lassen und sie haben sich das Bargeld herausgeben lassen. Der Geschäftsinhaber, Herr Hansen, war zu dem Zeitpunkt in seinem Büro. Der ist von dem Lärm angelockt worden, ist hier rausgekommen. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn dann auch gezwungen, hier hinzukommen und sich hinzulegen. Er hat es aber geschafft, den versteckten Alarmknopf hier kurz vorher auszulösen. Das haben sie mitbekommen. Dann haben sie Panik bekommen, weil sie wussten, die nächste Polizeiwache, die ist nicht weit weg. Und sie wussten, jetzt wird es eng. Sie haben dann alle drei gezwungen, hier in diesen Abstellraum zu gehen, haben die Tür abgeschlossen. In der Zwischenzeit sind die Beamten angerückt. Die haben von außen gemerkt, was los war, haben die Situation erkannt und haben dann telefonisch mit Ihnen Verbindung aufgenommen. Dann haben Sie Ihre Forderung gestellt. Sie haben erstens das Leben der Geiseln bedroht, deshalb ist das Ganze eine Geiselnahme. Und Sie haben das Übliche verlangt, freies Geleit, vollgetanktes Auto. Sie wollten nach Köln Vogelsang zum Flughafen dann fahren und da sollte ein aufgetanktes Privatflugzeug stehen. Das hatten Sie natürlich nie vor. In Wirklichkeit haben Sie dann gesagt, ich signalisiere meine Gesprächsbereitschaft dadurch, dass ich jetzt eine der Geiseln freilasse. Und das wäre Ihr Trick, denn das sind Sie selber. Sie selber sind dann, kaum 20 Minuten hatte diese Geiselnahme gedauert, hier hinten aus dem Ausgang heraus. Der Polizei haben sie dann vorgespielt, Todesangst und so weiter und so weiter. Aber so dreist sind sie gewesen, den ganzen Schmuck mitzunehmen und das Geld. Und die Pistole, Frau Vorsitzende, liegt ja bei Ihnen. Bitte. Die haben sie eingesetzt, ist eine scharfe Waffe. Und damit haben sie das Ganze bedroht. Die haben sie dann zurückgelassen da im Laden. Nein, das stimmt so nicht. Ich bin nicht die Täterin. Ich bin das Opfer, die Täterin, ja? Die läuft hier irgendwo frei in Köln rum. Ich bin unschuldig. Herr Römer, die Mandantin hat Ihnen doch gerade lang und breit erklärt, wieso die diesen Schmuck und das Geld in der Tasche hatte. Und ich meine, es ist in dieser Ausnahmesituation sicherlich nicht verwunderlich, dass sie nicht als erstes den Beamten darauf hinweist, sagt, ich habe aber Schmuck und Geld in der Tasche. Sie befand sich in Todesangst und noch eins. Oh. Sie ist strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten. Sie hat keine finanziellen Schwierigkeiten. Ein Optiker-Azubi. Der trauen Sie sowas zu? Wo? Frau Tasic, warum hatte sie die gesamte Beute dabei? Nicht einen Teil der Beute. Sie hatte alles. Es ist sonst gar nichts entwendet gewesen. Das heißt, die wahre Täterin, die dann in der Zwischenzeit geflohen sein soll, während dieser Ablenkungssituation, die ist ohne Beute da rausgelaufen. Warum? Sie sagen also, dass diese Täterin eine vermummte Person gewesen sein soll. Können Sie diese Frau und seine Frau gewesen sein näher beschreiben? Besonderheiten, körperliche Gang, irgendwelche Auffälligkeiten? Nein, das tut mir leid. Der Stimme nach muss es eine Frau gewesen sein, aber mehr kann ich über sie nicht sagen. Ich wünschte wirklich, es wäre anders. Ja, dann hätte sich dieser ganze Schlamassel hier schon aufgeklärt. Frau Werner, dann noch etwas. Es existieren ja mehrere Mitschnitte von den Telefongesprächen, die geführt worden sind während der Verhandlungen zwischen dem Geiselnehmer und der Polizei. Die sind zugegebenermaßen nicht von Top-Qualität, das muss man so sagen. Aber eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer Stimme, die haben wir schon. Aber das bedeutet doch nur, dass die Experten von der KTU nicht sagen können, von wem die Stimme auf dem Band ist. Nicht eindeutig, sonst hätten wir auch schon längst ein Geständnis, Frau Tasic. Das weiß ich auch. Noch Fragen an die Angeklagte derzeit? Ja.
Nehmen Sie neben Ihrer Verteidigerin Platz. Caroline Färber bitte als erste Zeugin. Eine der Geiseln. Frau Färber, Sie nehmen bitte hier vorne Platz. Die dann später von der Polizei befreit worden ist. Frau Färber. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Frau Färber, Caroline ist Ihr Vorname. Sie sind 27, wohnen in Köln und arbeiten in einem Personaldienstleistungsunternehmen, habe ich mir notiert. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Frau Färber, die Angeklagte sagte hier weiterhin, dass sie jedenfalls diesen Juwelier Hansen nicht überfallen habe, sondern letztendlich selbst Opfer dieser Geiselnahme gewesen sei und durch einen ganz üblen Trick rausgeschickt worden sei. Genau. Ab wann waren jetzt Sie in dem Juweliergeschäft? Also das weiß ich ziemlich genau, das war kurz nach zwei, weil ich weiß, dass der Juwelier bis 14 Uhr Mittagspause hat, weil ich da schon mal war und vor geschlossenen Türen stand. Egal, jedenfalls war ich da kurz nach zwei und bin reingegangen und ich meine, im Nachhinein habe ich mir schon gedacht, ich hätte wahrscheinlich am anderen Tag wiederkommen können. Schicksal, ich war nur mal an dem Tag da und war mitten in meinem Krimi. Ist es kein Erlebnis, das man sich wünscht? Das glaube ich Ihnen gerne. Sie sind also in dieses Juweliergeschäft eingetreten und wie ist es dort weitergegangen? Also erstmal ganz normal, ich bin reingekommen und wurde bedient von einer jungen Frau. Und sie hat mich gefragt, was ich denn brauche. Und ich habe gesagt, eine Uhr für meinen Vater. Und hat mir ein paar Uhren gezeigt, ganz normales Gespräch. Und naja, und dann plötzlich ging die Tür auf und es kam eine maskierte Person rein und hat mir der Waffe auf uns gezeigt und hat gesagt, Hände hoch, es ist ein Überfall. Und wir haben sofort reagiert. Und dann mussten wir uns auf den Boden legen, auf den Bauch. Und die Verkäuferin hat den Schmuck und das Geld zusammengepackt und hat sich dann neben mich gelegt. Wir lagen da zusammen und irgendwann ist dann der Chef des Juweliergeschäfts rausgekommen, weil er wahrscheinlich Geräusche gehört hat oder so, schätze ich. Und wusste gar nicht, was passiert. Und dann hat sie ihn gesehen und hat ihm auch gesagt, er soll sich auf den Boden legen. Und dann hat er sich auch neben uns auf den Boden gelegt. Also es ging Aber er hat es jedenfalls noch geschafft, Alarm auszulösen. Ne? Ja, also man hat überhaupt nichts gehört. Also es war kein Alarmsignal da, aber wahrscheinlich hat er mit dem Fuß oder so den Alarmknopf betätigt, weil es hat so ein rotes Lämpchen geleuchtet. Und ja, das hat leider der Täter mitbekommen. Ja, also, er hat dann gemeint, dass das natürlich ziemlich dumm war, weil wir jetzt alle in Lebensgefahr waren. Ich war auch ziemlich wütend, dass der es gemacht hat. Aber ja, sie hat sofort reagiert und hat uns in so eine kleine Kammer gesperrt. Damit komme ich zu meiner nächsten Frage, die Sie fast schon beantwortet haben. Die Angeklagte hat behauptet, sie habe als quasi zusätzliche weitere Kundin das Geschäft erst betreten, als Sie bereits mit den anderen Geiseln in dem Abstellraum eingesperrt worden waren. Haben Sie davon irgendwas mitbekommen aus Ihrem Raum? Ja, also man hat natürlich nichts gesehen. Man hat ein paar Geräusche gehört. Und also was ich ganz sicher weiß, ist, dass man eine Stimme mindestens gehört hat. Von einer Frau? Ja, auf jeden Fall. Gut, es hat natürlich die Telefonate gegeben. Es hat die Telefonate gegeben, in denen die Geiselnehmerin verhandelt hat mit der Polizei. Das wird die Stimme gewesen sein. Ist jedenfalls kein Beweis dafür, dass da draußen eine zusätzliche Person drin war, Frau Tassisch. Frau Färber, wenn Sie sich die Angeklagte anschauen, ich kann Sie natürlich auch bitten, aufzustehen. Könnte es sein, dass es bei der Statur, sagen wir mal, irgendwie um die Täterin gehandelt hat? Gleich geht's weiter. Merkst du eigentlich nicht, dass du dabei bist, dein ganzes Leben zu versauen? Traust du mir wirklich zu, dass ich so einen Überfall durchziehe? Ich bin die Miss X, nach der sie die ganze Zeit gesucht haben. So haben sie das gemacht. Vanessa, jetzt denk doch mal nach. Das sind Unterlagen über den Juwelier. Bleiben Sie dran. Frau Färber, wenn Sie sich die Angeklagte anschauen, ich kann Sie natürlich auch bitten, aufzustehen. Könnte es sein, dass es bei der Statur, sagen wir mal, irgendwie um die Täterin gehandelt hat? Also, keine Ahnung, ich glaube nicht, weil sie schaut ja jetzt ziemlich normal aus und als sie in diesen Laden reinkam, hatte sie so eine schwarze Maske auf und war schwarz bekleidet und von daher kann ich es nicht eindeutig sagen, also ich schätze nicht. Aber, also was ich sicher weiß, ist, dass ich die Person in diesen Klamotten wiedererkennen würde, also mit der Maske und hundertprozentig, also das habe ich mir eingeprägt, auf jeden Fall. Sehr gut, Frau Färber, Frau Fussen, ich glaube, das ist jetzt der geeignete Zeitpunkt, dass wir noch mal diese Gegenüberstellung vornehmen. Ich hatte das mit Ihnen ja bereits im Vorfeld. Herr Bauer ist darauf vorbereitet. Herr Bauer, bringen Sie bitte die Damen der Verteidigung herein. Frau Färber, wenn Sie jetzt einfach mal Richtung Staatsanwalt oder Richtung Gericht gucken würden, dann würden Sie mir sehr helfen und erst wieder umschauen, wenn ich Sie darum bitte, ja? So, wenn Sie sich jetzt noch mal umdrehen würden, Frau Färber, jetzt gucken Sie sich bitte die drei Personen, vier Personen mal genau an. Nehmen Sie sich bitte Zeit, konzentrieren Sie sich.
und sagen Sie mir dann, ob Sie jemanden erkennen. Also, sofort ausschließen kann ich Sie. Zu klein. Hier auch zu klein, zwischen den Zweien. Also von der Haltung her. Nee, also Sie auch, auf gar keinen Fall. Ja, auf jeden Fall hier. Ganz sicher? Ganz sicher. Hm? Könnten Sie bitte mal die Masken abnehmen, meine Damen? Sie können auch wieder zu mir kommen, bitte. Platz. Vielen Dank, Herr Bauer. Nehmen Sie die Damen nach draußen. Frau Färber, Sie haben auf die Falsche getippt. Sie waren sich vorhin absolut sicher. In Maskierung würden Sie die Geiselnehmerin wiedererkennen. Könnte es sein, dass Sie die wahre Täterin, dass die gar nicht dabei war? Wenn Sie mich so fragen, vielleicht. Ich habe keine weiteren Fragen an die Zeugin. Aber Frau Dasic, was hat uns das jetzt gelehrt? Dass eine Geisel in einem absoluten Stresszustand eine vermummte Person nicht sicher erkennen kann. Dazu brauchten wir nicht die Gegenüberstellung, meine ich. Noch Fragen an die Zeugin Färber? Nein. Nein, danke. Bleibt unfeindlich. Frau Färber, aber Sie nehmen bitte hinten Platz, falls sich noch Fragen an Sie ergeben. Dann Holger Werner, bitte. Ich habe Ihren Vater als Zeugen geladen. Herr Werner, bitte. Ich weiß jetzt, warum meine Tochter das getan hat. Ich war's nicht. Jana. Merkst du eigentlich nicht, dass du dabei bist, dein ganzes Leben zu versauen? Wovon redest du denn? Traust du mir wirklich zu, dass ich so einen Überfall durchziehe? Du wolltest das hinter meinem Rücken durchziehen, ja. Aber jetzt sag ich dir mal was. Ich bin immer noch euer Vater und ich entscheide, was mit Stefan geschieht und was nicht. Und du hast das zu akzeptieren und dich nicht immer einzumischen. Nicht, wenn du ihn umbringst mit dem, was du tust. Und nur weil du unser Vater bist, ja, heißt das doch nicht, dass du automatisch immer recht hast. Und jetzt wird ich kann diese das nicht private glauben, dass du denkst, Diskussion abgebrochen. Bitte. Nehmen Sie Platz. Herr Werner, wir reden über die Sache erst dann, wenn ich Ihre Personalien festgestellt habe, im Rahmen der Prozessordnung uns belehrt habe. Dass man die Wahrheit sagen muss, Herr Werner, wissen Sie, nehme ich an, und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Holger ist Ihr Vorname, Sie sind 45, wohnen in Köln, Kraftfahrer sind Sie vom Beruf und als Vater der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Es ist Ihre Entscheidung. Wollen Sie aussagen oder schweigen? Ja, unbedingt. Ihre Tochter sagt ja weiterhin, dass sie mit diesem Überfall nichts zu tun habe, sondern selber im Grunde genommen Geisel war und durch diesen üblen Trick, sagt sie, der Täterin, die dann hat fliehen können, letztendlich rausgeschickt worden ist und der Polizei in die Arme gelaufen ist. So, und Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eine Art Motiv, was Sie uns jetzt... Ich weiß das Motiv. Ich weiß auch, dass ich Jana jetzt ins Gefängnis bringen kann mit meiner Aussage. Und da gehört sie auch nicht hin. Ich liebe sie, sie ist ja meine Tochter. Aber wie gesagt, das, was ich jetzt zu sagen habe, das wird sie wahrscheinlich hinter Gitter bringen. Was tust du denn da? Was redest du denn? Also ich habe gestern Nachmittag einen Anruf entgegengenommen. Er ging nicht an mich, sondern war eigentlich für meine Tochter bestimmt. Am anderen Ende war eine Mitarbeiterin einer noblen Privatklinik. Klinik Rosenberg in Dortmund. Und dabei habe ich dann erfahren, dass sie hinter meinem Rücken meinen Sohn Stefan zu einer OP dort angemeldet hat. Ich kann das immer noch nicht glauben. Was hätte ich denn tun sollen? Es ging doch nur hinter deinem Rücken. Ich hatte doch gar keine andere Wahl. Du hast dich immer mit allen Mitteln dagegen gewehrt. Und weißt du warum? Du bist zu stur einzusehen, dass Stefan die OP dringend braucht. Mein Gott, wie oft haben wir uns denn deshalb gestritten? Aber weißt du, ich bin mir sicher, zum Schluss wärst du mir sogar dankbar gewesen. Aber Papa, deshalb überfalle ich doch nicht jemanden. Das kannst du doch nicht wirklich glauben. Frau Werner, bitte, ich möchte Ihren Vater eigentlich ganz gerne mal selber vernehmen. Um was für eine Operation geht es? Mein Sohn hat einen Herzfehler. Im Fachjargon sagt man Vorhof-Scheidewanddefekt. Den hat er von Geburt an. Aber er ist ein ganz normaler 11-jähriger Junge und hat damit eigentlich auch sehr gut leben können. Das wirklich Gefährliche daran ist diese Operation. Papa, vielleicht lebt er im Moment ganz gut damit. Aber das wird doch vielleicht nicht so bleiben. Es besteht die Gefahr, dass Stefan stirbt, bevor er erwachsen ist. Das sagt die Statistik, aber mein Vater will das einfach nicht wahrhaben. Herr Werner, also ich habe nun wirklich keine Medizin noch zusätzlich studiert, aber die Tochter einer Bekannten hat genau einen solchen Herzfehler und die Ärzte haben eine ausgesprochen erfolgreiche Operation durchgeführt, die Lebensqualität der jungen Frau ungemein verbessert hat. Warum sind Sie so strikt gegen diese Operation? Weil ich nicht glauben kann, dass es meinem Jungen danach besser geht. Im Gegenteil. Ich habe sogar Angst, dass er diese Operation nicht überleben wird. Oh. Ich saug mir das doch nicht aus den Fingern. Wir hatten das doch schon mal in der Familie. Meine Frau, die Mutter von Jana und Stefan,
war ebenfalls herzkrank. Und sie war eine lebenslustige, fröhliche Frau, die am Leben teilnahm, mit ein paar Einschränkungen, aber sie lebte. Und dann hat sie sich von den Ärzten breitreden lassen, dass ihr nach einer Operation besser gehen würde. Mhm. Tja. Und dann hat sie sich halt operieren lassen und ich werde nie vergessen, wie die Ärzte nach der Operation gesagt haben, dass sie diese Operation nicht überlebt hat. Sie ist leider gestorben. Das hat sich bei mir eingebrannt und ich kann nicht zulassen, dass meinem Jungen jetzt das Gleiche widerfährt. Ich komme über diese Erfahrung nicht hinweg und sie werden doch verstehen, dass ich kein Vertrauen in die Schulmedizin mehr habe. Hat Ihnen die Dame am Telefon denn gesagt, wann Ihre Tochter Ihren Sohn angemeldet hat für diese Operation? Ja, sicher. Das ist es ja. Am 31. Januar. Am 31. Januar? Ja. Dann ist es in der Tat ein Motiv. Das ist doch 2 Tage genau gewesen vor dem Überfall. Und natürlich ist es so eine Privatklinik, das kostet ein Heidengeld. Das Geld hatten Sie natürlich nicht von Ihrem Azubi-Gehalt, wie die Frau Verteidigerin das gesagt hat. Sie haben Ihren Bruder angemeldet dort, aus welchem Motiv auch immer, hinter dem Rücken Ihres Vaters, so eine Einverständniserklärung für die OP, die können Sie dann auch noch schnell fälschen. Dann machen Sie eine Unterschrift runter, dann guckt da keiner mehr nach. Und dann hätten Sie ihn vor vollendete Tatsachen gestellt. Das wäre es dann gewesen. Von Ihrem Gehalt konnten Sie das doch nicht bezahlen, oder? Okay, ich hätte das Geld wirklich gut gebrauchen können, ja? Ja. Aber ich war es trotzdem nicht. Herr Werner, wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen beiden gewesen vor dem Überfall? Wir hatten eigentlich ein ganz normales Vater-Tochter-Verhältnis. Natürlich gut. In den letzten Monaten war das ein bisschen gespannt aufgrund der Sache mit Stefan. Keine Frage. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, ist bestimmt Herr Fiedler. Darf ich ganz kurz? Okay, bitte. Herr Fiedler? Ja. Haben Sie sie? Sind beide vom Saal. Prima, ich kläre das mal eben. Ja, sollen bitte da warten. Frau Vorsitzende, der Herr Fiedler hat gerade die Frau gefunden, die sich mehrfach anonym als Geiselnehmerin bezichtigt hat. Die beiden stehen vor dem Saal. Sie ist freiwillig mitgekommen. Sie heißt Tina Calbott. Ich würde beantragen, die dann jetzt als Zeugin sofort zu hören. Freiwillig, dann sagt mir das doch schon. Dann ist es eine Trittbrettfahrerin, Frau Tasic. Das drängt sich doch geradezu auf. Die sucht anscheinend nach Anerkennung. Wir werden es ja sehen. Noch Fragen an den Zeugen, Werner. Der bleibt unvereinigt. Herr Werner, seien Sie so nett, bleiben Sie aber im Saal, falls sich noch Fragen ergeben. Wie hieß sie? Tina Calbert. Frau Calbert, bitte. Wir haben direkt gemacht.